Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ich bin hier heute in einem Riesengewächshaus und zwar dem Riesengewächshaus von Arthur vom Kanal Bodenständig. Und hier sind viele Tomaten, viele Paprika und noch einige Gurken und vieles mehr. Also bleibt dran, ich mache euch heute hier mal einen großen Gartenrundgang. Viel Spaß und los geht's. Ja, und eine Sache, die gehört auch in jedem Gewächshaus dazu, das sind Tomaten. Und ich bin hier schon einmal gerade durchgegangen. Wir haben hier wirklich von bis, wir haben hier einmal diese kleinen gelben, dann so große ananasartige. Dann gehen wir hier weiter, da haben wir diese klassischen Cocktailtomaten. Dann kommen wir zu diesen kleinen gelben Tomaten. Das müssten, weißt du die Sorte, Arthur? Nee, ne? Ah, okay. Also irgendwie eine russische Sorte, sind auf jeden Fall sehr viele kleine Früchte dran. Also wenn wir uns mal die Rispen hier anschauen, sehr, sehr groß. Hier an dieser Stelle dann nochmal eine Tomate, die ist deutlich größer. Auch die, viele, die noch abreifen. Ich habe übrigens vor 2 Jahren mein Video gemacht, grüne Tomaten nachreifen lassen. Schaut es euch mal jetzt nach dem Video hier von mir oben an. Dann könnt ihr da auch mit euren grünen Tomaten noch einiges machen. Hier sind dann nochmal so klassisch schon. Was ich echt cool finde, sind diese Tomaten hier. Die gibt es hier als Black Zebra, Red Zebra, Green Zebra. Die gibt es ja in allen möglichen Varianten. Und die hier, auch diese schöne Zebra-Verfärbung. Kennt ihr die? Die solltet ihr auf jeden Fall mal anbauen. Also so ein Gewächshaus hätte ich auch gerne. So viel Platz für Tomaten. Bei mir im Folientunnel geht das leider nicht, weil die Wände jetzt nicht so steil sind, dann würden die immer die Wände so schräg hochwachsen und quasi über den Weg hinweg das ganze Gewächshaus voll wuchern. Aber hier sieht man schon, was man einfach für so Möglichkeiten in so einem Glasgewächshaus hat. Arthur, wie groß ist das Gewächshaus? Circa 500 Quadratmeter. Circa 500 Quadratmeter, also ihr merkt schon, das ist echt wahnsinnig groß. Also das hätte ich auch gerne. Das bietet auf jeden Fall sehr viel Platz für so verschiedenste Tomaten. Hier nochmal so eine Datteltomate und hier nochmal so eine richtig lange San Marzano. Also von den Tomaten hier kann man einfach nur schwärmen. Falls ihr neu auf meinem YouTube-Kanal Felix Hobbygarten seid, dann könnt ihr gerne unter diesem Video kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ich mache ab und zu mal Gartenrundgänge bei anderen wie heute, aber ich zeige euch auch regelmäßig meinen eigenen Garten. Folgt mir gerne hier unter dem Video für mehr solcher Gartenvideos. Ja, und wenn wir hier uns diesen Haufen von Melonen angucken, die haben wir auf der Gartencon gesehen. Da hatte Arthur welche mitgebracht. Die waren sehr, sehr lecker. Viele hatten die ja probiert. Und jetzt leider Spinnmilbenbefall. Alle sind kaputt gegangen. Arthur war auch eine längere Zeit nicht hier. Trotzdem schade um die schönen Pflanzen. Aber gegen Spinnmilben oder gegen manche Krankheiten kann man einfach nicht so viel machen. So ein Riesengewächshaus ist ja schön und gut, aber nicht jeder von euch hat wahrscheinlich ein Gewächshaus. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr gärtnert. Gärtnert ihr im Hochbeet, in Kübeln, in einem kleinen Gewächshaus oder ganz klassisch in einem einfachen Gemüsebeet? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ja, und der Arthur hat auch meine Paprika Kira hier im Garten, beziehungsweise hier in diesem Gewächshaus. Und diese Tomate hier, die ist echt der Hammer. Die habe ich auch bei mir im Garten. Ich weiß es nicht, ob es die Black Cherry ist, weil die sieht mal ein bisschen hell aus. Aber es ist bei mir genau das Gleiche. Aber wenn man die länger dran lässt, dann werden die so dunkler. Und ich glaube, es könnte die Black Cherry sein. Ja, und wer von euch kennt diese Pflanzen hier? Das sind Auberginen. Auch optimal im Gewächshaus, aber auch super möglich in einem Kübel oder in einem Hochbeet, da werden die sehr oft angebaut, wie zum Beispiel bei Dennis von Zurück zum Garten auch, da war ich ja neulich zu Besuch. Hier sehen wir, da kommt noch eine sehr große, das ist aber jetzt irgendwie so eine sehr längliche Sorte, bei Dennis waren die ja eher oval, aber auch hier diese schöne Blüte und ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut sieht, schaut mal die Stacheln an der Blüte, das finde ich bei Auberginenpflanzen mal echt bemerkenswert. Dann haben wir hier in dieser Ecke vom Gewächshaus noch viele Gurken. Das sind diese kleinen, klassischen Snackgurken. Die kann man jetzt in diesem Stadium schon abernten. Das übernehmen wir an dieser Stelle mal für Arthur.
Und ich würde sagen, wir fragen ihn jetzt nochmal, wie man überhaupt an so ein Gewächshaus kommt. Ja, Arthur, wie kommt man denn an so ein großes Gewächshaus? Wer sucht, der findet. Einfach mal rumfragen, vielleicht auch eine Anzeige im Internet stellen, bei eBay oder so. Und dann findet man schon was. Auf jeden Fall bei uns in der Region. In anderen Regionen sieht das schwieriger aus, weil teilweise einfach keine Gewächshäuser da sind. Ja. Aber wenn ihr irgendwie aus einer Landbaugegend kommt, so wie wir hier, dann findet ihr sicherlich was, weil viele Gewächshäuser einfach unbenutzt rumstehen, leider. Ja, und dann darfst du das jetzt in dieser Saison benutzen und du hast auch ordentlich was rausgemacht. Hier sind Tomaten, Paprika, Gurken und Melonen drin, oder? Genau. Also die klassischen Gewächshauskulturen. Ja. Ja, und was ich euch nicht vorenthalten wollte, das sind hier diese ganz riesengroßen Salatgurken. Arthur war ja, wie ich eben schon erzählt habe, länger nicht hier und jetzt gibt es einiges zu ernten, wenn wir hier mal reinschauen. Da liegt noch eine. Echt ein großes Exemplar. Aber die größte, die habe ich hier vorne gesehen. Und die hängt hier dran. Schaut euch das mal an. Momentan besuche ich ja viele Garten-YouTuber in ihren Gärten oder Gewächshäusern. Gefällt euch das, dann gebt mir gerne mal einen Daumen nach oben für diese Folge hier unterm Video. Ich war ja auch schon bei Dennis und nachher fahre ich ja noch weiter zum Davis von Naschgarten YouTube. Falls euch diese Videos gefallen, gebt mir gerne mal ein Feedback, dann mache ich das vielleicht öfter. Aber bald kommen auch natürlich wieder Videos aus meinem Garten. Ja, und was nochmal ein Vorteil von so einem Riesengewächshaus ist, die Tomaten, die können hier wirklich nach oben wachsen, solange die wollen. So, das Glasgewächshaus in meinem Garten, das hat eine Höhe von ungefähr 2,5 Metern, da ist dann Schluss. Aber das hier, das dürfen nochmal 1, 1,5, 2 Meter mehr sein. Das Gewächshaus ist echt hoch, denn allein die Tomate hier ist schon mal noch deutlich größer als ich. Ich bin 1,93, ich würde sagen, die ist so bei 2,50 Meter. Da können die Tomaten sich auf jeden Fall sehr gut ausleben. Ja, Arthur, danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Kein Problem. Cool, dass du mir dieses Glasgewächshaus hier gezeigt hast. Wolltest du noch irgendwas an meine Zuschauer sagen? Abonniert meinen Kanal. Genau. Nee, Spaß. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie euch auch erweitern wollt, vom Platz her einfach rumfragen. Man findet immer was. Ja. Ist einfach so. Ja, dann viel Erfolg noch hier in deinem Gewächshaus. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier in dem Gewächshaus weitergeht, dann gerne auf den Kanal von Arthur gehen. Verlinke ich euch jetzt hier. Dann könnt ihr direkt zu Arthur seinem Kanal kommen und dort noch ein bisschen durchstöbern, wie das hier auch vorher aussah und jetzt noch weitergeht. Bis demnächst und ciao. Ciao.